Vorbei an Eisbergen und Steinreichen. Durch Sagerlande. Ein weiter Weg, nur um einen Mann zu töten. Gorm Kjötvison, Sohn des Erzfeindes meines Vaters. Welch düstere Taten führen den Orden so weit über das offene Meer? Ja, welcome back in Vinland. Wir sind endlich angekommen. 3 Wochen hat es gedauert, genau 3 Wochen, wie sie sagte. Hätte sich auch verkürzen können oder... Oder hätte auch gezogen beim Sturm oder sonst was. Kann immer passieren. Aber genau 3 Wochen, alles klar. Sie hat das Sagen. Ich sollte vorsichtig sein. Hier gibt es keine Freunde. Wir haben es schon verkleidet mit dem Bart. Du siehst stärker als die anderen aus. Wie heißt du? Jora aus Jofavik. Jora? Du heißt Pferd? Mein Vater wollte nie Kinder. Wo sind wir hier? Nyhöfn. Unwirtlich und auf keiner Karte zu finden. Siedeln wir hier? Das ist nicht das Ziel. In den Wäldern gibt es zu viele Wilde. Sind sie gefährlich? Du stellst zu viele Fragen, Pferd. Deine Aufgabe ist es, zu schweigen und mir zu gehorchen. Jetzt entlade dieses Schiff und dann bekommst du ein paar leckere Möhren. Hilda! Hilda! Hilda, wir können Olaf nicht finden. Bei Lokis Arsch, nicht schon wieder. Ohne seine Führung können wir Gorm keine Vorräte schicken. Dann bringt, was wir an Vorräten haben, zu den nächsten Lagern. Gorms Leute erledigen den Rest. Lass mich gehen. Ich kann alles tragen, was Gorm braucht. Das ist Olafs Aufgabe, Pferd. Nicht deine. Du bleibst schön im Hafen und fällst nicht auf. Erkundige dich nach Olaf. Irgendwer muss wissen, wohin er gegangen ist. Teus, heiß ich Pferd. Saga Vinland. Vinland-Saga. Wenn ich diesen Olaf finde, kann er mir vielleicht sagen, wo Gorm ist. Kennt ihr die Vinland-Saga? Das ist ein cooler Anime. Wer bist du denn? Nessa, hat dein Schiff Englerland zum Ziel? So ist es. Willst du zurück dorthin? Noch nicht. Nein, ich muss noch einiges erledigen. Ach, lass dir nicht zu viel Zeit. Wir müssen vor den Winterstürmen über die kalte See. Ey, wir sind doch gerade erst hergekommen. Chill doch mal. Warte, ich guck mal auf die Karte. Ach du Scheiße. Oh Gott, wie viel gibt's denn hier in dem Spiel zu sehen? Nimm dir eine Schaufel aus Gorms Lager. Von wegen. Hast du das Lager mal gesehen? Oh, es ist ein einziges Durcheinander. Wenn es so durcheinander ist, dann räum auf, Kuhhirn. Er hat Olaf geschlagen, hat ihn verprügelt und im Lagerhaus eingesperrt. Weißt du auch warum? Weil Olaf Gorm bestohlen hat und erwischt wurde. Du stiehlst nicht, oder? Nein, nein! Gut, jetzt weniger jammern, mehr arbeiten. Gorms Lagerhaus, ein guter Anfang. Oh, ich hätte im Hafen bleiben sollen. Hier draußen weit ist etwas Großes, Hungriges. Sollte es dazu kommen, begrab meinen Knochen in Eoforvik. Helgi, gieß mir ein Horn von deinem guten Honigmet ein. Sei so gut. Ich hab Ale für dich, Ort, aber keinen Met. Was? Wir hatten ein ganzes Fass? Gorm zerschlug es auf Olafs Kopf, gleich drüben im Lager. Bei Thors Hammer, mir reicht es hier. Schick mich nach Hause, Helgi.
Bitte. Ich hörte, Gorm hätte Olaf ausgepeitscht. Ja, der Dummkopf hat ihn bestohlen, um mit den Skrellinger zu handeln. Also hat er ihn ins Lager gezerrt und verprügelt. Das erklärt das Durcheinander. Olaf hat mit Einheimischen gehandelt. Gut zu wissen, dass es hier noch andere Menschen gibt. Zerschlagene Kisten. Jemand kroch davon und hinterließ eine Blutspur. Da ist auch noch was. Elsbeth, darf ich fragen, hast du vielleicht Hildas Bruder irgendwo gesehen? Olaf, den Glücklosen? Warum hast du ein Auge auf ihn? Ist es das? Nein, nein. Ich sorge mich nur um ihn. Das ist alles. Oh, dann habe ich leider schlechte Nachrichten für dich. Gorm kam angerannt und brüllte, was soll das? Wer war an meinem Rüstzeug? Und er starrte Olaf an. Oh, lieber Olaf, der arme Mann. Was dann? Ging es gut aus? Olaf versuchte wegzurennen und rief, ich habe nichts gestohlen, nur getauscht. Aber Gorm wollte das nicht hören. Hör auf, ich ertrag das nicht. Der gute Olaf. Wenn ich nur daran denke, dass er verletzt wurde. Oder Schlimmeres. Handeln? Mit wem sollte dieser Olaf hier handeln? Wir sind ganz normal. Nein, sag du, Gorm, dass aus dem Lager entkommen ist. Ja, Gorm ist nicht hier, ja. Und solange das so ist, mache ich mir keinen Kopf deswegen. Solltest du aber. Dir ist er schließlich entkommen. Mag sein, aber ich segle im Morgengrauen zurück nach Englerland. Möge Loki dieses Land verschlingen. Wo ist Gorm überhaupt? Wir warten Vorräte auf ihn. Das weiß nur Olaf. Aber der hatte eine Art Unfall. Olaf, der Glücklose. Der Narr hat sich seinen Namen verdient. Dieses ganze verfluchte Unterfangen ist glücklos, wenn du mich fragst. Dieser Olaf kann Gorm kaum treu ergeben sein. Möglich, dass er mir hilft. Stinkkisten. Oh. Wenn ich Olaf finde, führt er mich vielleicht zu Gorm. Ja, zumindest könnte ich einen Verbündeten gewinnen. V-Schlag. Jemand knackte das Schloss und floh. Oder wurde weggeschleppt. Könnte eine Spur sein. Jemand brach hier durch, sorgte für ziemliche Unordnung. Vielleicht kam Olaf hier lang. Okay, dann gehen wir hier weiter. Alles klar. Wir passen auch mit dem Bart auch. Ich habe den nämlich verlängert. Fußabdrücke. Er ist gewachsen. Vielleicht Olafs. Oh, nein, nein, wollte ich nicht. Los, Sehnen. Die Spur führt nach oben. Gut, dann kann ich mich umsehen. Wir dürfen Türkis rum. Sieh mal nach, Sünen. Oder auf. Gott,
Solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still und nirgends ein Gebäude aus Stein. Götter, solch einen Ort sah ich noch nie. Es ist so still und nirgends ein Gebäude aus Stein. Diese beiden geben sich wie Anführer. Einen Versuch ist es wert. Na, gehen wir mal. Sieht ein bisschen indianisch aus, ne? Seid gegrüßt, Freunde. Versteht, können wir uns verständigen? Oya, ganyatardak geheronu. Joknohoda tigade igarungwe. Spricht jemand von euch Nordisch? Oder Sächsisch? Zazadegwat gigarungwe. Jate tidewayanderi. Jate jungwe herize onanzini toditni gohra di hantos ne ga'a. Giga otzi da'a, wahuna daro ne gigarungwe. Tigade na ne'e. Das ist Zünen. Ihr Name bedeutet Einsicht. Janja dahawe giga, zinue oya ganyatara geronu itres. Danu ahinasku. Ahoya dagenha toga ahuna darohage giga. Hey. Zünen, du hast uns Freunde gebracht. Diese Hütten, diese Kleidung. Bin ich noch in Midgard? Götter. Naja. Solch einen Ort sah ich noch nie. Ja. Es ist so still. Hier ist nicht weg. Und nirgends ein Gebäude aus Stein. Fokussier. In den alten Sagas sind Wasserfälle Orte der Macht. Giga oya ganyatara geheronu rodaska. Ah, okay. Oh. Da spricht jemand. Das ist eine Sprache, die ich kenne. Da spricht jemand Deutsch. Die Worte klingen wirr. Satundega tiga. Rojadatkum. Satsetsant doga asqueni. Toner. Era anchata hauste negaa. Dann warf ich mein Auge in die Quelle. Ah, okay. Das ist Weisheit. Klingt nach dem Gerede eines Seers. Wer bist du? Olaf bin ich, Olaf. Ich werde Olaf der Glücklose genannt, aber glaub das nicht. Und wo ist... Versprich, dass du es schnell tust. Was? Erstich mich nicht von hinten, Drinker. Wie Sigurd und der Drache. Bitte. Sigurd? Ich bin nicht hier, um dich zu töten. Ich suche nach Gorm. Du willst mich nicht töten? Heute nicht. Oh, dann bleib Gorm lieber fern. Er ist kein guter Mann, ganz und gar nicht. Was solltest du von solch einem furchtbaren Mann wollen? Gorm schuld mir etwas, das geht dich nichts an. Du stellst zu viele Fragen. Es ist eine Frage der Ehre und in dieser Hinsicht schuldet mir Gorm etwas. Belassen wir es dabei. Oh, gut. Ja, ja. Ehre ist gut. Olaf wird dir helfen. Olaf wird dir so sehr helfen. Ehre ist das Einzige, ja? Das Einzige. Ich sah Kampfspuren in eurem Lager. Ist zwischen dir und Gorm etwas vorgefallen? Nicht der Rede wert. Er war nicht erfreut über meinen Tauschhandel mit den Dorfbewohnern hier. Er schlug mich, legte mich in Ketten. Ich entwischte, war frei. Doch nicht so glücklos, was? Ich lebe noch, ja. Ich lebe noch. Gut. Weise mir den Weg zu Gorm. Das geht nicht. Er ist fort. Weit fort in den Lagern dieser Wälder. Alle gut bewacht. Er könnte in jedem sein. Warum Lager? Siedelt er hier? Oder sucht er etwas? Er sucht, ja, ja. Immerzu sucht er. Und nie findet er, der fiese, fiese Backraut. Und wie finde ich diese Lager?
Ich kann es dir zeigen. Komm doch, komm, komm. Also die Klinge hat er immer, ne? Die unauffällige Klinge am Arm. Olaf, würdest du mir etwas erzählen? Alles, was Olaf erzählen kann, wird Olaf seinem neuen großen Freund erzählen. Erstmal duschen. Warum sollte Gorm in diese namenlose Wildnis übersetzen? Ein großes Wagnis für so trübe Aussichten. Gorm trägt eine Steinkugel bei sich, die spricht. Sie sagt ihm, wohin er geht und was er tun soll. Ein sprechender Stein? Es stimmt. Wenn der Alpenstein sagt, er soll suchen, dann sucht er. Und wenn er sagt Grab, dann gräbt er. Seltsam. Wonach gräbt er denn? Dieses Geheimnis verrät er nicht. Doch meine Vermutung ist die beste. Er sucht die Tür nach Jötunheim. Wie er Ducket, ne? Da! Jenseits des Flusses. Eines von Gorms Lagern. So sehen alle aus. Alle. Sie sind gut bewacht, sagst du? Oh ja. Von großen Männern. Krieger, die jeden Fremden sofort angreifen. Oh Gott. Jeden. Und sie sind gut bewaffnet. Nicht so wie du. Ausgerüstet wie ein Stallbursche. Man braucht nicht viel, um zu töten. Aber scharfer Stahl hilft. Oh ja. Da hast du recht. Ich könnte bessere Waffen gebrauchen. Olaf wird helfen. Olaf sammelt Erz und Felle und tauscht sie gegen Kriegszeug. Erz und Felle? Und das finde ich da draußen? Ja, ja. Einiges im Wald. Viel mehr in Gorms Lagern. Tausche es dann mit den Leuten hier. So leicht wie ein Lächeln. Ja, ja. Ich verstehe ihre Sprache nicht. Kannst du für mich übersetzen? Nicht nötig, nein. Wir sprechen mit Zeichen. Geh einfach zu einem Händler und handle. Nimm das hier. Ein paar Waren für den Anfang. Ich danke dir, Olaf. Und bis ich es dir erlaube, sprich mit niemandem darüber, ja? Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich handeln. Ach hier. Er scheint Waren tauschen zu wollen. Level up. Bestienjagd. Oi, 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 oi. Ganz schön. Was, Hurensohn? Ich bin kein Hurensohn. Du Arschloch. Wir könnten uns gar nichts leisten. Die Keule. Das Einzige, was wir uns holen können, ne? Cool, dass es ein Indianer-Outfit gibt. Wir können zwar auf diese Kriegskeule stammen von einer anderen Seite des Ozeans. Was sagt der Hurensohn? Mann, hör auf, mich zu beleidigen. Ich beschwere mich bei Google. Ich muss gehen. Bleib gesund. Ich kann in die Wälder gehen, direkt zu Gorm. Oder Rohstoffe sammeln und gegen bessere Waffen eintauschen. So, dann können wir die ausrüsten. Warte mal. Falsche Seite, ne? The other side. The other side. Ich bin kein Hurensohn, Mann, hör auf! Die Arschlöcher. Wir gehen mal zum Aussichtspunkt, ne? Oder? Ach, da oben. Hätte ich mal eh machen sollen. Und hier gibt's hier eine Nebenquest. Alter. Hör auf, wie viel es gibt hier. So, den Aussichtspunkt nehmen wir noch mit, aber dann würde ich sagen, Schluss. Für heute. Überlegt noch gleich nochmal zu zocken. Ich glaube, das Marsch auch.
Aber ich würde dann eine Pause machen. Und beim nächsten Mal, also gleich nochmal spielen. Haut rein. Wir sehen uns dann. Tschüss. So, Leute, es geht weiter. Steck mal, wir machen die Nebenquests als erstes. Hier mehrere hier. Können wir direkt auch die dann nachmachen. Ja, warum nicht, ne? Am liebsten was hier überfliegen, Alter. Wie beim Immortals Phoenix Rising, kann man hier nicht runter. Hier kann man doch schon runter. Warte doch mal. Hier kann man doch bestimmt runter. Ja. I believe I can fly. Huh. Ich wollte gerade Pferd rufen, aber wir haben keins. Oh Gott. Ich denke gerade, hey, warum geht das nicht? Tutan. Sehr viele Tutan hier unterwegs. Und ein Squirrel. Squirrelt. Also Eichhörnchen. Warte mal. Jo, waren und testen, ob das klappt gerade mit der Aufnahme. Wen haben wir schon denn hier? Hat jemand einen Jäger gesehen? Ich finde dich, Gorm. Egal wie lange. Ja, ist ja gut. Da hast du ja einige erlegt. Das war ich nicht allein. Meine Freunde haben mitgeholfen. Wir nennen uns die Zahnbrecher. Leider wurden wir getrennt. Von einem Tier, wie wir es noch nie sahen. Mit einem einzigen Schlag trieb es uns auseinander. Wir wollten uns hier treffen, um die Kreatur vor unserer Heimreise zu jagen. Und so warte ich. Dann warte, in Sicherheit. Gute Reise und pass gut auf im Wald. Reiten auf den Wellen. Und wenn erneutes tagt, zerfetzt die Haut der Meere, beginnt die Zeit der Jagd. Aber das heißt dann doch, dass das mega weit weg ist, oder? Das sagt, dass im Temmierland unglimmt. So, Schatz. Hä? Muss ich die jetzt suchen oder? Verstehe nicht so ganz. Wir reiten auf den Wellen. Den kann man auch nicht mehr reden. Und wenn erneut es tat. Jo! Keine Ahnung, wo die genau sind. Die Haut der Meere. Wir können hier es tragen. Beginnt die Zeit der Jagd. Die lassen mich wahrlich lange warten. Stabile Kiste. Also. Geir dir zu Tilraun! Wo versteckst du dich, Gorm? Ich bin da nichts mit Gorm. Achso, das war das, ja. Keine Ahnung, wo die Leute hier sind. Von dem. Ich will jetzt auch nicht so sehr rumsuchen, weil wir kein Pferd haben. Leider Gottes. Das geht aber. Pferde hoch geht nicht. Jede Minute, wo steckst du, Gorm? Wo steckst du? Wo bist du? Wo sind die Auquests? Oder muss ich zu?
Der Gorm hat sich vor dem Lager bauen lassen. Was? Gorm hat sein Vorhaben Lager bauen lassen? Erhalte Ausrüstung, indem du mit den Einheimischen handelst. Steinhauslager vielleicht? Naja, gehen wir mal. Das ist zu der Nebenquest. Ich weiß nicht, ob man die alle was mit zueinander zu tun haben. Ich glaube, ich war eher nicht. Das ist immer so eine Suche, blöde Kacke. Oder es wird mit der Hauptquest ein bisschen verbunden sein. Welch einsames Ende. Vom Glück verlassen. Dich nach Nühöfen bringen? Viel verlangt für eine Leiche. Bring bitte meine Leiche nach Nühöfen an der Küste im Osten. Ich will nur. Na hier. Du bist ganz schön schwer. Okay, es geht. Ja, dann. Opa. Geht's an Nühäfen wieder zurück. Das ist 270 Meter. Was ist das, der Kollege? Könnten wir was miteinander zu tun haben? Ich weiß es nicht. Wir haben mal was Neues. Wir sind fast da. Ja, es ist noch ein Stück. Wir sind fast da. Achso, ich kann auch schneller. Mit der Leiche, okay. Ah ja. Scheiß Turki. Alter. Oder wie heißt die auf Englisch? Oh Gott, Gott. Nicht, wenn ich das falsch gesagt hatte, das. Oh Gott, wenn ich sage, oh Scheiße, also ich nicht. Nein. Das wäre so scheiße. So, es ist doch hier bestimmt, ne? Bruder! Wir reiten auf den Wellen. Oh, das ist dein Bruder? Bruder! Du hättest auf mich hören sollen. Du warst immer zu selbstsüchtig. Tollkühn. Das hat selbst Mutter gesagt. Oh, flackert das so? Gib nicht dem Abenteurer die Schuld. Denn der Ruf des Blutlieds verführt selbst die Götter. Wo soll ich jetzt hin, ohne deine Führung? Was soll ich tun? Verloren. Ich bin verloren. Zieh weiter, tritt in die Fußstapfen deines Bruders. Alles ist richtig, ne? Behalte deinen Bruder in Erinnerung. Sein Weg liegt vor dir, Kind. Er würde wollen, dass du ihm folgst, dass du tust, was er nicht mehr vermag. Oh, ich habe gar nicht durchgelesen. Sein Bogen. Was ich könnte mir beibringen, wie man ihn benutzt. Oder? Erinnere dich an deinen Bruder und alles, was er war. Bring seine Geschichten nach Hause. Ne? Lass sein Vermächtnis wachsen. Wir sind denn nur das sind wir. Worte und Lieder. Ich werde diesen Bogen meistern und er wird auf mich herablächeln. Er wird stolz sein. Danke, dass du ihn zurückgebracht hast. Aber das hätte was mit ihm zu tun. Ich werde die beste Jägerin aller Zeiten. So wie du, Bruder. Warte mal, was sagt denn der da? Ich schieße diesem Elch ins Auge. Wir reiten auf den Wellen. Im Meer? Und wenn erneut es tagt, zerfetzt die Haut der Meere, beginnt die Zeit der Jahre. Sühnen, leite mich. Den haben wir aber noch. Die Wellen? Ich sehe aber hier nichts. Keine Ahnung. Auf den Wellen. Und wenn. Ich weiß nichts von Wellen.
So, geh mal ins Lager hier. Wir haben einfach mal nichts. Nichts haben wir. Oh Gott, ey. Außer jetzt eine Keule. Ich hoffe, die sind jetzt nicht so OP. Das ist ein Turkey, Alter. Oh, ist normal, ey. Oh, wir können aufleveln, bitte. Wir können aufleveln. Wir sind 215 Jahre alt. Fähigkeiten können wir immer machen. Schleichen. Adrenalinverbesserung, stimmt. Das war auch was. So. Achso, ist schon. Das fand ich jetzt nicht so krass, ne? Weg des Rahmen hätten wir hier noch. So. 223. Heftig. So. Dann schauen wir mal, ob das da richtig ist. Wenn das Licht aufgeht. Sehen wir, wenn das Licht aufgeht. Ich hasse mal diese Suchspiele, ne? Also so suchen, das und das, das muss irgendwo da sein. Wir haben keine Heilung, ne? Lagern. Vielleicht erfahre ich, wo er steckt. Ach, das war doch hier, ne? Oder finde zumindest ein paar Tauschwaren. Oder gezeigt hatte. Ich darf mich hier nicht blicken lassen. Ich pfeife, kommen die beide, ne? Sieht nach Ärger aus. Scheiße. Jetzt passiert.